Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Einheit der subjektiven Einschätzungen zur Thanatologie. Und zwar wiederum zur Thesenreihe 9, Thanatologie, Patronismus und das frühe Christentum. Unter Kategorie 9.4, die Verurteilungen eines platonischen Christentums. Und ich kann Ihnen bereits vorweg versprechen, diese Thematik ist ebenso spannend wie komplex. Und um das möglichst prägnant veranschaulichen zu können, habe ich auch diese Einheit in drei Teile untergliedert. In Teil 1 werden wir zunächst die historischen Kontexte betrachten, in denen diese Verurteilungen vorgenommen worden sind. Dann in Teil 2 werden wir schauen, welche konkreten Vorstellungen verurteilt worden sind. Und in Teil 3 werde ich Ihnen offene Fragen präsentieren, die bis heute in Bezug auf diese Verurteilungen diskutiert werden. Und jetzt gehen wir zurück in der Geschichte, und zwar an den Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter, genau genommen ins 6. Jahrhundert, und zwar in die Mitte des 6. Jahrhunderts. Und zwar These 9.2. Die 9 bzw. 15 Verurteilungen des Origenes und des Origenismus in den Jahren 543 und 553 sind Verurteilungen eines platonischen Christentums im engeren Sinne. Und wahrscheinlich möchten Sie jetzt gerne wissen, was dieses platonische Christentum im engeren Sinne sein soll. Doch zunächst müssen wir uns erst die historischen Kontexte der Verurteilungen vergegenwärtigen. Und zwar, zunächst kam es im Jahre 543 zu 9 Verurteilungen, und zwar im Rahmen eines Ediktes des Kaisers Justinian I. an Patriarch Menas von Konstantinopel, und das wurde bestätigt auf einer Synode in Konstantinopel. Und noch gewichtiger sind im Jahre 553 15 Verurteilungen, denn die wurden vollzogen im Kontext des Zweiten Konzils von Konstantinopel. Das ist deshalb so gewichtig, weil es sich um eins der sogenannten ökumenischen Konzilien handelt. Und das bedeutet, dass diese Verurteilungen streng genommen für viele christliche Konfessionen bis heute bindend sind. Und wir müssen uns eine weitere Eigentümlichkeit vergegenwärtigen, nämlich eine Eigentümlichkeit der Verurteilungen des Origenes und des Origenismus besteht darin, dass religiöse Vorstellungen skizziert werden, ohne konkrete Autoren und ihre Werke zu benennen. Eine Ausnahme bildet lediglich Origenes. Und das kann ich erläutern, und zwar am Beispiel der Schlussformel der Verurteilungen von 543. Dort lesen wir Folgendes. Der Bann sei gesprochen über Origenes, der auch Adamantios heißt, welcher dies ausgesprochen hat, samt seinen abscheulichen und fluchwürdigen Lehren. Und über jede Person, die dies denkt und verteidigt oder in irgendeinem Punkt überhaupt zu irgendeiner Zeit dies zu vertreten wagt. Vor dem Hintergrund dieser massiven Polemik können wir jetzt fragen, was ist ein platonisches Christentum im engeren Sinne? Und wenn Sie meine Ansichten ausführlich dazu lesen wollen, dann verweise ich Sie auf dieses kleine Buch, Platonisches Christentum, historische und methodische Grundlagen. Im Rahmen von diesem YouTube-Kanal kommen wir darauf zu sprechen, wenn wir zu den Themen der Thanatologie kommen, und zwar ganz rechts unten, Kategorie Platonisches Christentum. Und für jetzt können wir einen Sachverhalt festhalten. Und zwar, entscheidend ist der Seelenbegriff für ein platonisches Christentum. Denn der muss drei Merkmale aufweisen. Erstens, die Vorstellung der Unsterblichkeit und Präexistenz der Seele. Zweitens, das Motiv der Gleichwerdung der Seele mit Jesus. Und drittens, Allversöhnung, Apokatastasis Panton, als Wiederherstellung eines verlorenen Urzustandes der Seele. Und was das genau ist und in welcher Weise es verurteilt worden ist, das erläutere ich Ihnen in dem zweiten Teil dieser Einheit, nämlich verurteilte Vorstellungen. Dazu lade ich Sie herzlich ein und sage Danke für jetzt.